Willkommen im Elysium. Das Weltenportal ermöglicht Schnellreisen zwischen den verschiedenen Welten. Okay. Und Level 72. Yippie. Level up. Es geht richtig hier immer weiter. Und wie nimmt sich denn die Flügel? Keine Ahnung. Wir klettern erstmal oben auf den 110 Meter entfernten Punkt, damit wir einen Schnellreisepunkt haben und sind hier in Elysions Herz. Wir sind also in Atlantis angekommen, jedenfalls im ersten Teil davon, von drei verschiedenen Teilen. Und wenn wir mal so raus zoomen, gucken wir mal, was es hier alles so gibt. Ja, ist irgendwie ein Gemälde, fast genau an der Seite, aber dann hier in der Mitte ist hier so ein Bereich. Und Persephones Gebiet gibt es hier. Hier gibt es verschiedene Gebiete. Asphaliengrund minus Zutrauen. Okay, das besteht hier aus vier verschiedenen Gebieten. Wir sind noch im mittleren. Und hiermit kann ich dann wohl in die normale Welt zurück. In die griechische Welt. Aber wir bleiben natürlich hier jetzt erstmal im Elysion. Weil wir machen die Atlantis-Quests jetzt. Ah, das ist jetzt so wie in Valhalla, wo man dann auch sagen kann, wieder zurück nach Norwegen, Englerland und so weiter. Sehr cool. Das fängt jetzt hier auch an, wo man die Welten wechseln kann. Sehr nice. Okay. Und ja, genau. Das sind wieder unentdeckte Orte. Die werden wir natürlich entdecken. Die Karte wird dann gleich mal aufgedeckt. Gucken wir mal, was wir alles finden. Und jetzt haben wir hier Triff deine Schöpfer. Aletheia ließ den Hüter Lexios sich nicht nur den Strapazen seiner eigenen Welt stellen, sondern auch den mystischen Reich der Unterwelt, Elysion. Doch wie konnte solch ein strahlend schöner Ort etwas anders als Glückseligkeit bedeuten? Schließlich sagte man, er sei das Paradies. So, da müssen wir jetzt finden und beschaffe die Erkenntnisse des Hüters, weiß nicht, was es ist, und benutze die Flügel des Hermes. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. So, und hier sehen wir es nochmal. Tief in Atlantis hatte Aletheia eine geheime Simulation der ISO erschaffen. Mit ihr wollte Aletheia Alexios im Umgang mit dem Stab des Hermes Trismegistos unterweisen, damit dieser die Kontrolle über das mächtige Artefakt erlangen konnte. Alexios musste das Elysion bereisen und im gefährlichen Fahrwasser der Wünsche und Sehnsüchte der Götter überleben. So, das müssen wir also schaffen. Wir wollen also jetzt nicht nur hier den Speer können, ne, hier ist ja immer dieser Speer bei den Fähigkeiten, sondern wir wollen auch hier den Stab des Hermes benutzen können. Für Verbesserungen des Stabs des Hermes müssen Erkenntnisse des Hüters gefunden werden. Diese befinden sich an den Orten der Weisheit des Hermes, also hier, ne, wo wir unterwegs sind. Aufwertungen machen es möglich, neue Versionen einiger deiner Fähigkeiten zu erhalten, sobald sie auf Rang 3 verbessert wurden. Dann bin ich doch mal schwer gespannt, was wir hier noch für verschiedene Versionen bekommen. Und ich verbessere mal alles so ein bisschen mehr auf Rang 3, damit wir auch alles auf Rang 3 haben nachher. Was haben wir denn hier? Weise die Fähigkeit zu. Ja, das Blöde ist immer diese Zuweisefähigkeiten, die benutze ich ja so nicht. Aber Schildbrecher ist vielleicht auch mal ganz gut. Die nerven immer die Schilde. Verbessern wir die schon mal. Hier könnten wir vielleicht auch noch das... Nee, Schattenbombe auch nicht. Erstmal passt es so. Also alles, was ich hier in den Fernkampf- und den Nahkampffähigkeiten haben hier, die sind schon alle, genau, verbessert. Auf 3. Die brauche ich nicht mehr weiter zu verbessern. So, und jetzt zeige ich mal von noch ganz kurz, was wir denn hier an schönen Sachen haben, weil Marfon wollte wissen, was habe ich für unterschiedliche, für verschiedene, wie nennt sich das, Rüstungsteile. Und das gucke ich mir jetzt mal genauer an. So. Und zwar, ich habe auf jeden Fall Schwerter. Das ist für mich das Wichtigste. Die Schwerter, die habe ich zweifach ausgerüstet. Also ich arbeite doppelschwertmäßig. Ne? Das ist für mich das Beste, finde ich. Hier das zweite habe ich noch nicht mal gravieren lassen. Das müsste ich noch gravieren lassen. Dann hat das noch so einen Zusatzeffekt wie hier jetzt auch. Also ich habe ganz viele Schwerter. Kann man auch verschiedene Varianten machen. Aber das Schwert hier fand ich halt am coolsten, weil ja, kann bei
heiliges Attentat noch einen weiteren Feind killen, und ich mache gerne Attentate. Dann, dass das Adrenalin hier aufgefüllt wird, ist super, weil Adrenalin pro Treffer ist echt wichtig, weil damit kann man dann super schnell sich heilen, wieder die Fähigkeiten benutzen und sowas. Adrenalin ist ja sowas wie die Aufladefähigkeit, und darum benutze ich das sehr gerne. Und hier gibt es dann einfach Kriegerschaden 19%, dann nochmal 7% für alle Schäden. Also mit den Dingern mache ich halt einfach ohne Ende Schaden. Das finde ich super. Und dann nochmal 50% Nahkampf-Aufladetempo, ja, dass man also auch so Aufladefähigkeiten schneller nutzen kann. Es gibt viele Sachen. Ja, also auch hier gibt es Adrenalin bei kritischen Treffern oder so. Aber die Schwerter sind einfach die besten. Die Deutsche sind mir zu langweilig. Die machen irgendwie komischen Schaden. Ich komme mit den Deutschen nicht so gut klar. Und ja, ihr seht das hier, Dolchschaden oder von hinten, bei Angriffen von hinten oder Waffenschaden wird zu Giftschaden und sowas. Das kann ich alles sowieso durch meine Fähigkeiten, kann ich Feuerschaden und Giftschaden machen. Darum finde ich die Dolche nicht so cool. Schwere Keulen sind viel zu lahm, damit kommt man nicht klar. Da hat man zwar mehr Gesundheit und Rüstung, aber wie das so ist bei Tanks, ist das halt alles zu langsamer Schaden, die die dicken Keule machen. Genauso bei den schweren Klingen, die sind auch zu lahm. Die benutze ich auch nicht so gerne. Stäbe sind etwas schneller, aber bei denen habe ich auch das Gefühl, dass da der Schaden drunter leidet. Und ja, die Speere, die sind cool, damit kann man schön kämpfen, aber vielleicht nehmen wir dann auch bald mal den Stab des Hermes und benutzen den mal als Speer. Das ist also schon ganz okay, mit den Stäben zu kämpfen, aber wie gesagt, zwei Schwerter ist meine Hauptart. Ne, das ist das, was ich am liebsten mag. Und bei den Bögen gibt es ja auch verschiedene Bögen. Es gibt ja diese Bögen, die schnell schießen, die stark schießen oder die so ein bisschen, also die so wie ein Maschinengewehr schießen. Dann die, wie heißen sie denn? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich benutze auf jeden Fall hier diesen Bogen des Hades. Und dieser Bogen des Hades, der hat halt richtig gut Feuerschaden und Wirkung. Ne? Dann also, und dann einfache Pfeile werden sofort zu Brandpfeilen. So mache ich immer Feuerschaden. Dann ist da noch 28% Feuerschaden extra drauf. Die brennen alle wie Zunder, die ganzen Gegner. Das ist so cool. Also von daher, ja, der Bogen ist der Hammer. Da setze ich alles mit dem Feuer. Darum ja auch Hades. Passt also sehr gut. Es gibt auch andere schöne Bögen hier mit Giftschaden drauf. Aber Gift kann ich durch Fähigkeiten machen. Und dann hier mit Überrennen-Fähigkeit. Gut, da muss man dann halt die Fähigkeit ausgerüstet haben. Also der Herakles-Bogen sagt mir nicht so zu. Aber ihr seht schon, da sind schöne Sachen drin. Ich finde den Hades-Bogen am besten. Also falls ihr den gekriegt habt, behaltet den. Der macht schön Feuerschaden. So, Pfeile herstellen brauchen wir gerade nicht, ne? Hammer. Ja, wir nehmen vielleicht noch. Es gibt ja so viele unterschiedliche Pfeilarten hier. Das ist ja schon verrückt. Weil im Endeffekt reichen die normalen Pfeile als Feuer- oder Giftpfeil, weil die sich automatisch verändern. Das andere ist mehr zum Betäuben oder machen halt mehr Schaden, aber es ist schöner, wenn die brennen, finde ich. So, jetzt aber zu meiner Rüstung. Da ist es so, ihr seht das hier, ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen an. Im Moment ist es aber der nordische Wanderer. Ja, das ist das, was ich im Moment so anhab. Der nordische Wanderer ist von Valhalla, soweit ich weiß, ins Spiel gekommen. Ja, es gibt natürlich noch andere Sachen, die sind dann auch Sets. Ja, also hier zum Beispiel ist das Meister-Assassinen-Set. Ja, dann gibt es dann halt eine Fähigkeit. Wenn ich jetzt das anziehe, dann seht ihr, der nordische Wanderer hat kein Set. Ja, also es gibt spartanischer Held-Set, Athener-Held-Set und so weiter. Aber ich fand jetzt nordischer Wanderer irgendwie am coolsten. Vorher hatte ich aber das hier an. Also das Brandrate-Set. Ne? Also da wollte ich wieder viel Feuer machen. Aber da muss man die Sachen halt auch alle sammeln. Ne? Man muss dann von jedem auch 5 Stück griechischer Held haben, damit man diesen Widerstandswert hat. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, von allem diese verschiedenen Set-Sachen zu haben. Weil dafür muss man dann Bosse killen, muss man bestimmte Lager überfallen, Festungen überfallen, bestimmte Quests machen und so weiter.
Und dann ist es halt so, dann muss man halt hoffen, dass man vom Meisterassassinen alles hat. Wenn einem da was fehlt, muss man googeln, wo kriege ich denn das letzte Teil von den verschiedenen Sets her? Und bei mir war, fand ich irgendwie das Agamemnon-Set mit der Brandrate und der Brandeffektivität und der Gifteffektivität eigentlich alles am besten. Das war so mein Lieblingsset. Daher, ja, also wenn ihr ein Set habt, dann nehmt das Agamemnon-Set, dann brennt alles und vergiftet alles und das passt super. Also da kommst du überall durch. Ansonsten ist halt auch noch hier das spartanische Set nicht schlecht, wegen dem Kriegerfähigkeitsschaden. Man macht halt viel mit Krieger, finde ich, mit Kriegerschaden. Ihr seht das hier, ne? Das ist Nahkampfkrieger, ne? Und Jäger ist Fernkampf. Ich mache aber auch per Fernkampf super viel Schaden, also von daher kein Problem. Attentäter, ja, ich mache selten Attentate. Ich hau meistens drauf. Ich gehe meistens rein, mache meistens Nahkampf. Ja, ein bisschen schieße ich ab und zu, aber ich bin eigentlich der Geborene mit den Schwertern reinrennen und alles wegbratzeln, ne? Also so Metzeln. Spieler, von daher, bei mir gibt es kein Schleichen bei Assassin's Creed, wenn es nicht sein muss. So, und das ist so das, was ich anhabe. Und im Moment halt gar kein Set. Im Moment halt einfach dieser nordische Wanderer. Das habe ich auf dem höchsten Level bekommen, weil das andere muss man immer mitziehen, ne? Das ist immer das Problem, man muss zum Schmied gehen, muss es hochschmieden, kostet erstens Geld, zweitens Ressourcen. Das muss man erstmal sich alles gönnen, das Geld, ne? Also das ist halt, das immer aufs aktuelle Level zu kriegen. Jetzt auf 72 müsste ich ja jetzt auch schon wieder hier dieses nordische Set packen. Das kostet Geld, ne? Das ist zu viel Geld. Darum, ich benutze manchmal auch die lilanen Sachen, die dann auf 72 jetzt kämen. Oder ich komme halt zum Schmied und habe genug Geld übrig. Das Problem ist, ich wollte eigentlich mein Schiff auch auf Maximum machen. Ah, ich kann mein Schiff hier nicht rufen. Aber das kostet mittlerweile 150.000 eine Schiffsverbesserung oder so. Und ich habe nur 30.000. Also ich will halt auch nicht so viel Geld beim Schmied ausgeben, immer für die Rüstung. Aber ich muss. Das ist alles auf 70. Ich bin schon 72. Ihr seht das hier beim Bogen. Der ist schon 4 Level unter mir. Ich glaube, ich muss langsam wieder skillen. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich hier meine Figur gemacht habe. Das andere ist Skin, ne? Also das hier, was hier so schön aussieht, das ist alles Skin überdecken. Das ist nicht der Originalskin von der Rüstung. Und genau, beim Pferd ist egal, welches ihr da nehmt. Hauptsache es reitet. Hauptsache es lahmt nicht und hat 4 Beine. So, sehr schön. Dann gucken wir uns noch mal in Elysium weiter um. Wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Ausrüstung, zu dem Spiel, zu meinen anderen Spielen, zu meinem Kanal, habe ich ja heute schon gesagt, einfach reinschreiben. Der kann sich sogar an so glattem Marmor hier oder was das für ein Stein ist, hochklettern. Der ist schon cool hier. So, Alexios kann schon sehr gut klettern, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der kann sogar besser klettern als Valhalla hier, unser. Hehe. Na? Ich kitzel deine Nase, musst du niesen. Genau. Der kann auch so ein bisschen besser klettern als Ivor, habe ich das Gefühl. So, wir sind oben. Und guck mal da, wie schick. Da sind sogar Wasserfälle an den Seiten von dem Level. Und man sieht schon komplett das ganze Level, ne? Das ist also das ganze Gebiet. In dem Gebiet spielt alles sich ab. Mehr gibt es erstmal nicht für Episode 1. Und dann gibt es noch Gebiete für Episode 2 und 3. Sieht auf jeden Fall schick aus. Sehr schick. Wenn Spiel zu leise ist, sagt auch Bescheid, dann kann ich das ein bisschen lauter machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Benutzen die Flügel des Hermes. Dabei 680 soll ich die benutzen. Muss mich also wohin bewegen? Sieht man gar nicht, wo ich nicht mich bewegen muss. Doch da. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist das Gebiet Deuklatons Vermächtnis. Das hat er ja gesagt, da sollen wir uns melden. Ja, Alexios springt, wie er meint. Einfach in den Haufen rein. Aber dem wäre auch egal, wenn er kein Haufen wäre. Ich habe geskillt, dass er keinen Fallschaden hat und sowas. Von daher kein Thema. Und das hier sind die Weltenportale. Damit kommt man in die andere Welt zurück. Aber das wollen wir nicht.
Wir wollen uns hier ein bisschen umschauen. Auf jeden Fall sehr paradiesisch das Ganze. Man kann weiterhin schwimmen. Und kann man auch tauchen? Ja, man kann auch weiter tauchen. Alles so wie in Griechenland. Nur dass wir im Elysion sind. So, neue Region entdeckt. Deukleons Vermächtnis. Hier soll man hin. Gucken wir mal auf die Map, ob die komplett... Ja, ist komplett dann aufgedeckt. Ach, das ist ja cool. Dann gehen wir doch als erstes mal zu dem Fragezeichen. Was das hier ist, weiß ich gar nicht. Senkende Flügel des Hermes. Hebende Flügel des Hermes. Okay. Ja, das würde ich sagen. Da kann man dann so ein bisschen... in die Luft gehen, aber wir gehen mal. Wir gehen einfach mal hin. Sollen wir erstmal da hochklettern, wo wir hin sollen, laut Quest? Ich glaube ja. Lass mit dem Berg erstmal Berg sein. Klettern wir erstmal auf den Berg dort. Nee, wir sollen gar nicht auf den Berg. Wo sollen wir denn da hin? Ich muss mich natürlich erstmal hier so ein bisschen in dem Gebiet zurechtfinden. Diese Musik. Ganz malerisch. Es bleibt uns nicht viel übrig, als durch das Wasser zu gehen. Aber auf die Insel können wir auf jeden Fall mal, weil in die Richtung müssen wir sowieso. Und dann gucken wir uns mal an, was wir als erstes hier aufdecken für ein Fragezeichen. Ist es wieder ein Lager mit Soldaten? Müssen wir wieder kämpfen? Ich bin schwer gespannt. Und wie das Fliegen funktioniert, das interessiert mich noch viel mehr. Auf jeden Fall Schiff fahren muss ich jetzt hier nicht unbedingt. Aha. Persephone aus Marmor. Zerstöre Marmorjungfern, um Persephones Einfluss im Elysion zu verringern. Dadurch kannst du auch die darin enthaltene Macht absorbieren. Ja, das hört sich doch gut an. Machen wir uns doch mal sofort Persephone zur Feindin hier. Ist doch eine gute Idee. Oh. Ihr seht das, was ich mit dem Brennen meine, ne? Also. Den Herrn kenne ich nicht, der hat irgendwie ein neues Zeichen über dem Kopf. Auf jeden Fall sind sie stark. Geht noch, aber ich muss auch schnell. So, einen haben wir kaputt gemacht. Ah, Persephone ist Einfluss. Den verliert sie schon allein dadurch, dass ich die hier kille. Boah, die schießen aber auch einen ganz schönen harten Pfeil hier. Denn, hören. Speere sind doch gar nicht so schlecht, merke ich gerade so. So, kaputt. Voll die Kampfstatuen. Kaputt. Jawoll. Ort abgeschlossen, Marmorjungfer, noch immer einen Fähigkeitspunkt. Und damit haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. So, gucken wir mal, wie das auf... Ja, genau, die werden genauso abgehakt wie in den anderen Gegenden. Das ist doch schon mal super. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir da mal hinkommen. Da
da vorne irgendwo. In 130 Metern. Interessante Varianten gibt es da ja. Ich habe nur das Gefühl, ich mache kaum Schaden und bin nur am Sterben im Spiel. Aber ich habe auch bei weitem noch nicht die Sets, die du hast. Die gibt es ja teilweise, genau. Nur von denen aus dem speziellen Orden und die kriege ich kaum down, leider. Ja, manche sind schon sehr schwer, muss man sagen. Da muss man dann mit Assassinenfähigkeiten rangehen. Ja, ich würde Roche Deimos gerne nochmal zeigen, also die Schwester hier, Cassandra, als böse. Aber die ist in den Kultisten. Und die Kultisten sind hier auch nicht verfügbar. Aber die Geschichte ist ja auch schon geschafft. Da brauchen wir uns ja eigentlich gar nicht mehr mit zu beschäftigen. Wir wollen ja jetzt den Stab aktivieren, die Energie zusammensuchen und Atlantis erkundigen. So, erkunden. Verwende die Teleporter namens Flügel des Hermes, um schnell zu jeweiligen anderen Ort zu gelangen. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Tropfending. Teleportieren. Aha. Was passiert jetzt? Malaka, das war schnell. Ja, wo bin ich jetzt hin teleportiert? Ach so, das ist so ein Aufzug nach oben. Da muss man nicht klettern. Ah, okay. Ja, gut. Nicht schlecht. Dann gucken wir uns jetzt mal hier diese schöne Gegend an. Boah, sieht schon echt gut aus. Dorf der glorreichen Toten. Jawohl. Und ein eingestürzter Turm. Und da können wir wieder eine Schnellreise aktivieren. Sieht alles ein bisschen ganz normal wie Griechenland aus, nur ein bisschen schöner gemacht. Sprich mit dem Störenfried in Deuklions Vermächtnis. Okay, aber zuerst mal da oben. Die Schnellreise. Ah, es ist schon schön. Wir sind also im Himmel sozusagen. Wir nennen es zwar Unterwelt, aber wenn es das Paradies ist, ist es ja für uns eher so die Auffassung von Himmel, ne? Statt Unterwelt. Unterwelt ist für uns ja eher die Hölle. Aber das war damals ja anders. Ist das hübsch? Super. Nächste Schnellreise freigeschaltet. Und jetzt müssen wir dorthin. Sprich mit dem Störenfried in Deukleins Vermächtnis. Als ewiger Wachhund verabscheute Hermes den Klang der Gesetzlosigkeit, der aus Deukleins Vermächtnis kam. Er schickte Alexios als neu gewonnenen Verbündeten dorthin, um herauszufinden, was der Lärm zu bedeuten hatte. Okay, also man kann nicht fliegen. Diese Schwingen, die Flügel des Hermes, sind nur Teleporter, die halt schnell sind. Ich habe echt gedacht, man könnte fliegen. Schade eigentlich. Naja, das war doch fast schon fliegen, oder? So, da vorne geht also erstmal die Quest weiter. Wie oft muss ich es dir noch sagen, Hermes? Ich werde dich. Adonis ist hier auch. Ist wie bei meinem Körper. Du weißt, dass ich das Elysion verlassen will. Wenn du mir hilfst zu entkommen, verspreche ich, dass du mich nie wieder siehst. So glücklich mich das auch machen würde, Persephone will, dass du bleibst. Wann begreifst du endlich, dass du nur eins ihrer Haustiere bist? Pass auf, Sterblicher! Pass du auf, sonst lässt dich Persephone kastrieren. Oh, ich vergaß, das hat sie ja längst. Hätte nicht gedacht, dass die Toten Schmerz spüren. Ich gehöre zu den paar leidigen Seelen hier, die eigentlich noch am Leben sind. Naja, Adonis sieht jetzt nicht wirklich wie ein Adonis aus. Sieht eher aus wie ein ganz normaler Grieche. Aber egal. Kann man ja Adonis nennen. Das passt eher auf mich. Ein Glück habe ich keine Webcam. Gut, die Lebenden gehören nicht hierher. Wie hältst du das aus? Die Toten wollen uns hier nicht. Ich halte es nicht aus. Ich tue alles, um aus dem Elysion zu entkommen. Aber Persephones Spione sind überall. Hades war ja ein guter Lehrmeister.
Du bist also der Unruhestifter, von dem ich so viel gehört habe. Adonis, zu deinen Diensten. In Anbetracht des Heeres, das Persephone untersteht und ihrer Macht über das Elysion, neigen sich meine Unruhestiftertage allerdings dem Ende zu. Und wenn ich dir helfe? Und warum sollte jemand, der sein ganzes Leben noch vor sich hat, mir helfen wollen? Ich muss Hades Reich finden. Wenn ich durch Persephones Sturz aus dem Elysion entkomme, bin ich dabei. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Hast du das gehört, Geliebte? Er will wirklich in den Hades. Ich finde es mit deiner Hilfe oder ohne dich heraus. Lass uns zusammenarbeiten. Gut, dann hör zu. Südwestlich von hier befindet sich eine der Festungen von Persephone. Die der drei Schwestern. Wenn es dir gelingt, die Aufseherin zu töten, die Fackeln des Hypnos zu zerstören und Persephones Vorräte zu stehlen, ohne von ihren Kolossen entdeckt zu werden, vertraue ich dir vielleicht. Erzähl mir von den Aufseherinnen. Sie sind Persephones vertraute und todbringende Dienerinnen. Sie sind Augen und Ohren des Elysions. Ihr Tod würde die Königin blind und taub machen. Fackeln des Hypnos? Diese Schöpfung vom Gott des Schlafes hilft dabei, die sterblichen Wesen unter Persephones Kontrolle zu halten. Du musst ihre Mitte zerstören, um ihre Flammen zu löschen. Kolosse, das klingt nicht gut. Die Kolosse sollten besser nicht geweckt werden. Sie beschützen die Aufseherinnen. Vergossenes Blut weckt sie, und das wäre nicht gut. Wenn du der Unruhestifter bist, warum scheint es mir, dass ich all die Unruhestifter? Was soll ich sagen? Ich bin ein Liebhaber, kein Kämpfer. Du hast Glück. Ich bin beides. Alexios ist voll der Angeber, ey. So, da sehen wir es. Also, Einfluss in den Regionen müssen wir verringern. Das ist so wie Sparta und Athene Einfluss verringern in den alten Gebieten. Um Persephones Macht in Elysium zu schwächen, musst du den Einfluss in allen Regionen verringern. Töte oder befreie Isesoldaten. Zerstöre Marmorjungfrauen, das haben wir gemacht. Fackeln des Hypnos sollen wir jetzt machen. Und Reserven, haben wir noch nicht gesehen. So, dann stiehl Ressourcen und Truhen, haben wir auch noch nicht. Und besiege die Aufseherin, haben wir auch noch nicht. Okay. Werden wir wohl jetzt aber mal kennenlernen. Wo müssen wir dafür hin? Ganz woanders. Da ganz hinten. Hier müssen wir jetzt die Quest machen von Liebenden und Kriegern. Die Frage ist, kommen wir überall nochmal zu den anderen Fragezeichen. Aber ja, auch die Schnellreise ist jetzt nicht da. Ne? Wir müssen also wirklich irgendwie per Pedes dahin, zu Fuß oder irgendwie so. Der hatte mir mit den Flügeln so viel Hoffnung gemacht, der Hermes. Und jetzt ist da gar nichts mit Flügeln. So. Wie kommen wir denn da jetzt vernünftig hin? Also ich würde sagen, wir gehen wieder mit dem Teleporter runter. Dann reiten wir da hinten hin. Und dann müsste da wieder ein Teleporter hoch sein, nämlich hier. Ja. Das kriegen wir dann irgendwie schon hin. Ich probiere es mal aus. Obwohl mich die Fragezeichen doch immer wieder reizen. Ne? Also, da in 80 Metern ist eins, da muss ich mal hin. Ah, hier sind Adonis Gärten. Auch hier soll ich alles Mögliche zerstören. Da soll ich jetzt aber erstmal nichts machen. Theoretisch könnte ich jetzt aber. Ich halt mich erstmal an den Verlauf der Geschichte, an den Quests und guck dann, ob ich später noch zu solchen Sachen komme. Sehr gut, das hat schon mal geklappt. Ist es zu tief für ein Pferd? Nee, hier könnte mein Pferd auch lang. Alos! Das sind ja hier alles keine Entfernungen. Das ist ja nicht so weit zu reisen. Von daher klappt das schon. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Probleme mal von gegen die Gegner zu kämpfen. Aber wenn du wirklich schnelle Waffen nimmst, viel auf Ausweichen drückst, dann dürfte es auch mit schwacher Rüstung gut laufen.
Du solltest dir halt relativ schnell die Fähigkeiten besorgen. Und zwar hier diese Heilfähigkeit hier. Ne? Damit hast du schon echt Chancen, schnell dich immer zu heilen. Das hilft schon sehr gut. Dann vergiftete Angriffe, damit die auch schnell immer Gift kriegen, die Gegner. Dass die also immer am vergiftet werden von dir. Das ist auch was, wo ich sagen muss, das hilft auch sehr gut. Und ja gut, bei den Pfeilfähigkeiten, die fand ich jetzt am Anfang nicht so wichtig. Ja, weil ob du jetzt gut zielst oder ob du jetzt schnell schießt oder was auch immer, ist egal, weil du bist oft im Nahkampf. Deshalb, also vergiften ist wichtig. Dann hier das zweite Luft heißt das, ne? Diese Fähigkeit ist auch wichtig. Und die hier ist halt einfach nur lustig, dass du die immer mal wieder wegtrittst, wenn sie dir gerade zu nahe kommen. Das ist einfach ein cooler Schlag, den benutze ich gerne. Der Rest ist ja alles nur für mehr Schaden und so. Das kannst du dann halt immer packen. Hier Giftmischer ist natürlich dann gut, dass das Gift noch stärker ist. Also es gibt ein paar Sachen, die ich gerne benutzt habe. Früher habe ich das hier benutzt sogar, dieses eilige Attentat. Also dass man sofort da ist und einen killt. Das Problem ist, ich spiele zu wenig Attentäter. Ne, aber das ist halt auch cool, dass man sofort dahin portet. So, und jetzt mache ich noch mal mehr. Kann man zweimal verketten. Also wenn da noch andere sind, dann machst du noch mal so ein eiliges Attentat. Ich könnte es auch mal ersetzen. Komm, sind wir mal nicht so... Ersetzen wir mal das eilige Attentat hier gegen diesen Tritt. Den Tritt benutze ich sowieso selten. Moment, wie geht das denn jetzt nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Eigentlich müsste ich das da jetzt ersetzen können. Also ich finde den Tritt generell etwas besser. Fähigkeiten zurücksetzen will ich nicht. Ich wollte eigentlich nur ersetzen. Ah ja, hier seht ihr da. Ich habe zwei von diesen Balken auch im Einsatz. Ne, da ist bei einem auch hier dieses schnell hinporten dabei. Bei dem anderen ist Wut dabei. Wut ist halt auch geil, weil Wut macht halt viel Schaden. Ich weiß gar nicht, wo ich das geskillt habe. Das Wut. Da oben. Da. Ne, damit macht man halt Raserei und 50% mehr Schaden, 20 Sekunden lang. Das ist halt auch cool. Das habe ich aber halt später erst ersetzt. Davor hatte ich halt dieses eilige Attentat drin. So, ja, so weißt du so ein bisschen, wie meine Skills sind. Und jetzt machen wir mal von Liebenden und Kriegern weiter. Porten wir mal darauf. Sehr gut. Festung, ich sollte vorsichtig vorgehen. Der drei Schwestern. Kolosse können durch Konflikte in der Nähe oder durch Interaktion mit gewissen Objekten wie den Erkenntnissen des Hüters aktiviert werden. Okay, wenn sie nicht selber aktiviert werden. Sie können auch so aktiviert werden. Ich habe keine Angst vor dem Koloss. Dauern zwar ein bisschen länger zu besiegen, bringen aber auch per se weniger. Ich mach die einfach platt, die doofen Typen. Ich stehe erstmal einen Tritt. Meinte ja, ich soll auf die Kolosse ein bisschen aufpassen, aber habt ihr gesehen? War doch egal, ne? Ich hau einfach alles platt, was ich treffe. Okay, wo müssen wir hin? Das ist jetzt die größere Frage. Also, wir sind schon hier oben jetzt. Moment. Näher geht's nicht mehr. Irgendwo hier soll irgendwas sein. Schwäche, Einfluss. Indem du alle Ziele an dem Ort erreichst. Ach so, ja, okay, das kennen wir ja auch. Was sind denn die Ziele? Befehlshaber, ach so.
Ikaros ist nicht verfügbar. Nee, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du willst doch nicht, dass ich jetzt die ganzen Sachen selber suche. Ikaros ist nicht verfügbar. Willst du mich flachsen? Dann muss ich ja alles selber finden. Och, das ist aber blöd. Ach so, aber draußen ist er verfügbar, hoffentlich, ne? Also, ja, ich wollte gerade sagen. So, da, seht ihr, da ist schon das erste. Die erste Reserve, die wir verbrennen sollen. Und jetzt markieren wir uns alles mal schnell. So, kriegen wir doch alles schnell geregelt hier. Also ohne Ikaros würde ich durch diese ganzen Festung gar nicht mehr laufen wollen. Das wäre mir so viel Theater, das alles einzeln zu finden, diese ganzen Schätze und alles. So, haben wir denn jetzt alles? Nee, ne? Die Fackeln fehlen doch immer noch irgendwie. Reserven finde ich alle, aber von den Fackeln des Hypnos habe ich glaube ich noch keine. Ach, so sehen die aus. Jetzt wissen wir auch, wie sie aussehen. Ist echt ein bisschen anders jetzt alles. Ich glaube, wir haben das meiste jetzt erstmal. Okay, da vorne sollen jetzt Reserven sein. Da hat aber auch eine gute Kombo gemacht, aber das hat ihm auch nicht geholfen. Das ist schon wieder so ein Koloss. Ich will doch nicht spielen. Ups. Das war jetzt nicht so gut. Gefährlicher Koloss. Ich muss mehr ausweichen, damit die verlangsamt werden. Jetzt kommen auch 71er Rüstungsteile. Was kommt da? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass hier alles für Viecher rumlaufen. Merke ich gerade doch. Der ist kaputt, bei dem weiß ich es nicht. Was bist du denn für eine Aktion hier jetzt? Bist du auch ein Koloss oder machst du einfach nur so Stress? Du machst nur so Stress. Bist du erstmal tot und endet. Minus 3 Einfluss. Der hat ja gar nichts gebracht. Ja, aber geht. Also alles läuft wunderbar. Da oben sind Reserven. Ich soll jetzt einfach dieses Gebiet hier erstmal clearen. Also passt ja. Einmal Reserven kaputt, das ist schon mal gut. Ersten Schatz gefunden. Es geht voran. Was meint er? Kriege ich den jetzt mal per Assassinen-Kill gekillt? Oder bin ich wieder zu blöd? Oder zu laut? Ich schaff's mal. Ich glaub's nicht. Das war mal richtig cool. Haha, sehr schön. So, da haben wir noch so eine Fackel.
Was muss ich damit machen? Ne, keine Ahnung. Gehen wir erstmal hin. Die Zerstörung der Fackel von Hypnos. Mehr konnte ich jetzt nicht lesen, das ging zu schnell. Ah ja, kaputt. So schnell geht's. Einfluss in jeder Region. Außerdem werden Menschen in der Nähe betäubt. Zerschlage die Apfel in der Mitte des Moduls, um sie zu zerstören. Okay. Jetzt sind sie wieder alle wach. Wo seid ihr? Da. Und tschüss. Ach, die Kolosse sind auch keine Kolosse irgendwie, das sind auch mehr so. Wenn man gut kämpfen kann, natürlich. Ja, wenn man sich auch wegduckt, wenn die ausholen. Und wenn man sie trifft. Nö, nee, ist klar. Angeber. Stress hier. Man kann ja gar nicht chillen. Okay. Eine Fackel kaputt. Eine Reserve kaputt. Jetzt müssen wir uns noch ganz schön viel um mehr kümmern.